Hallo zusammen. Wir machen heute mal eine ganz besondere Folge. Wir sind heute bei Handmade Terrarienbau. Dennis feiert heute einjähriges Firmenjubiläum und wir dürfen dabei sein. Freue ich mich sehr drüber. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal die Kamera mit, filme mal so ein bisschen, sind ein paar ganz coole Sachen, die wir heute vorbereitet haben. Ja, wie gesagt, Dennis hat auch Stage Monkeys eingeladen. Heute ist Max mit vertreten. Max, freut mich erstmal. Ja, kannst du mal kurz erzählen, was ihr alles so macht, was ihr gravieren könnt? Wir können grundsätzlich jedes Material gravieren, außer Glas und Holz mit diesem Gerät. Ja. Dafür gibt es ein anderes Gerät, das ist leider nicht so kompatibel, also nicht tragbar. Das wiegt nur 40 Kilo, das andere wiegt irgendwie um die 400 Kilo. Ja. Kunststoffe, PVC, Metalle. Lacke? Lacke können wir runterschießen sozusagen, also eine lackierte Fläche, da kann ich den Lack wieder runterholen, kann man auch mit reinigen. Also ihr brennt ja quasi die Oberfläche, ne? Es ist ja ein Laser und verbrennt dann Oberflächen. Das ist eine kontrollierte Oberflächenzerstörung. Okay. Ja, sehr cool. Ich sag mal, von den Größen her, alles was dann in den Brennraum passt, oder wie groß kann ich mir das vorstellen, wie groß könnt ihr? Mit dem Gerät geht so ungefähr 14 x 14 cm, manche Dateien auch 16 x 16, das ist teilweise von den Dateien abhängig, teilweise, aber grundsätzlich ist der Brennraum, sag ich mal, 14x14. Okay, cool. Wenn die Leute jetzt was bei euch graviert lassen haben wollen, was schicken sie euch zu? Braucht ihr irgendwie eine Word-Datei, ein PDF, Bild? Bilddatei am besten, die wandle ich mir selber um in eine PLT-Datei, das ist das Format, was das Gerät braucht, sozusagen Plot-Format. Okay. Und damit kann das Gerät dann selbstständig arbeiten, da muss man das nur einfügen und dann geht's schon los. Ja, stark. Okay. Stückzahlen bei euch? Ich sag mal, ihr macht Stückzahl 1, geht es bei euch erst Serienfertigung los? Was macht ihr? Das ist individuell. Also wir machen manchmal eine Gravur. Wir wollen den nächsten Online-Shop aufmachen, wo wir dann die Produkte online direkt sozusagen, man schickt die Dateien mit und daraus kann dann nehmen wir eine Handyhülle zum Beispiel fürs S10 oder sowas und machen die direkt drauf. Ja. Andererseits machen wir auch für Firmen zum Beispiel 200, 500, 2000 Schlüsselanhänger in Serienproduktion. Cool. Ja. Genau. Max ist auch mit dabei, 10.11. Da haben wir einen Stand mit Handmade Terrarienbau zusammen. Wenn ihr Bock habt, bringt ein paar Sachen mit und dann machen wir schön einen zusammen. Max, wir sehen uns. Wunderbar. Thank you.
Ja, ich wollte mich bedanken eigentlich bei allen, die heute dazu beigetragen haben, den Tag ein bisschen zu verfeinern. Unter anderem natürlich auch der Firma Brosen Kocht bei Marcel, der für die leckeren Nachtisch natürlich gesorgt hat. Ein bisschen an die Terroristik angehaucht, sprich im Design von vom Froschleich. Das ist ein Chiasamen mit, erzähl's genau. Genau, also wir haben Chiasamen-Pudding mit Kokosmilch gemacht und haben oben Mango, unten Johannisbeere. Das haben wir ein bisschen so gemacht, weil natürlich der Froschleich im Wasser nach unten, das soll dann so ein bisschen die Erde symbolisieren, da kommt der Froschleich und von oben die Wärme, im Prinzip Sonnenstrahlen, deshalb irgendwie was Gelbes genommen, ja. Genau, schmeckt auf jeden Fall super, kann man empfehlen. Wenn ihr das probieren wollt, rosenkocht.com, deutschlandweit agierendes Catering-Unternehmen, uns ist keine Veranstaltung zu weit. Oder auch zu klein oder auch zu groß. Wir werden heute noch ein bisschen Ende feiern mit allen, die noch da sind. Unter anderem, wie gesagt, Kunden, enge Freunde, Firma Stage Monkey, Firma Reptile. Unter anderem natürlich auch vielen Dank dafür, für die Unterstützung. Ja, ich möchte die Chance natürlich auch nochmal nutzen. Dennis, vielen, vielen lieben Dank für den geilen Tag. Hat mega Bock gemacht, echt. Ich weiß nicht, werden wir das nochmal zusammen machen? Wenn du willst, sehr, sehr gerne. Sehr gerne, also sehr, ich finde es ganz cool. Wenn ihr dann möchtet, lieben gerne. Wie gesagt, wir hatten State Monkeys da, wir hatten deinen Kollegen mit dem Catering-Service. Brosen Kocht, genau. Genau, der war mit dabei. Werden uns für nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen wieder mit überlegen. Sind jetzt auf den Messen auch vertreten zusammen, in Dortmund und Recklinghausen. Richtig. Die werden wir zusammen machen. Da haben wir einiges vor, wird ziemlich cool. Und wie gesagt, sonst, wenn ihr Fragen habt, uns immer gerne kontaktieren. Und wir wünschen euch alles Gute bis dahin. Genau, danke.